AWOS, ambulant vor stationär. Ist das die richtige Devise? Ja, es ist die richtige Devise, weil die Schweiz hier Aufholbedarf hat und endlich mehr im ambulanten Bereich machen sollte, aus medizinischen Gründen, weil es letztlich sicherer ist für die Patienten, und aus ökonomischen Gründen, weil es günstiger ist. Unbedingt? Ja, das glaube ich in ganz vielen Teilen schon, aber nur dann, wenn es zum Patientennutzen dient und auch hohe Qualitätsstandards gibt. Das ist sicher eine gute Devise und in diese Richtung muss es gehen. EFAS, einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Wie stehen Sie zu EFAS und warum? EFAS ist die zentrale Reform für das Schweizer Gesundheitssystem, weil sie den grössten derzeitigen Fehlanreiz beseitigt. Die Leistungen sollen gleichmäßig einheitlich finanziert werden von den Krankenversicherern und den Prämienzahlern und von den Kantonen und den Steuerzahlern. Ich bin grundsätzlich dafür. Man muss die Details genau anschauen, aber ich bin dafür. Ja, EFAS ist eine gute Sache, weil es wirklich das alte Tarifmodell der Testarmets endlich mal bricht. Wir brauchen ambulant gute Tarife und sie müssen kostendeckend sein. Deswegen stehe ich sehr positiv zu EFAS. EFAS ist zwingend nötig für eine Änderung im ganzen System, nicht zuletzt auch darum, weil dort diese Fehlanreize verhindert werden. Wer bremst denn im Land zurzeit die EFAS? Ja, das sind einige, unter anderem viele Kantone. Unverständlicherweise sind das im Moment die Kantone. Ja, ich glaube natürlich die Kantone, weil der Kantonsanteil plötzlich dort auch bezahlt werden müsste. Weil es um eine grosse Reform geht, braucht das in der Schweiz seine Zeit. Die entsprechenden Impulse wurden 2008 gesetzt. 12 Jahre später sind wir fast am Ziel. Das ist eine gute Zeit für eine grosse Reform. Wenn Sie einen Tag lang ganz allein über das Schweizer Gesundheitssystem herrschen könnten, was würden Sie sofort ändern? Ich glaube, in einem Tag, auch dieser Tag, der hat nur 24 Stunden. Ich glaube, das System ist komplex. Ich glaube, ganz viele Sachen in der Schweiz sind auch gut. Ich glaube, ich würde einfach mal einen Tag neben Bundesrat Berset sitzen und schauen, was er denn den ganzen Tag so treibt. Ich würde die Vertragsfreiheit einführen, weil das nachhaltig zur Verbesserung des Systems beitragen würde. Ich würde aufbauen auf dem guten System. Ich würde EFAS, Zulassung, Qualität und Tarife durchsetzen. Die übrigen Reformen sind unnötig. Ich würde mir überlegen, ob wir mal auf der grünen Wiese alles nochmals durchdenken, weil heute ist alles so fragmentiert, die Silo-Gedanke ist so klar da. Wir könnten vielleicht nochmals neu anfangen. Haben Sie mehr Angst vor Spritzen oder vor der Arztrechnung? Definitiv vor Spritzen. Vor der Arztrechnung. Ich habe Respekt vor Spritzen, mache darum jährlich mindestens die Grippeimpfung und die Arztrechnung lese ich immer mit großem Interesse. Da mir Spritzen gar nichts ausmachen, denke ich wahrscheinlich eher vor der Arztrechnung. Können Sie Blut sehen? Ja. Nein. Ich war Sanitäter im Zivilschutz und sehe sehr ungerne Blut. Ja, sehr gut sogar, weil ich bin eigentlich mal ursprünglich medizinisch-technische Radiologieassistentin gewesen und habe 6 Jahre im Schockraum verbracht. Ich gebe es zu, ich schaue regelmäßig Arztserien, ja, ich kann Blut sehen. Können Sie Blut auch bei Verhandlungen sehen? Oh ja. Gerne. Das gibt's bei uns nicht. Wir versuchen immer partnerschaftlich und am Schluss mit einem Lächeln rauszugehen. Warum in aller Welt verbringen Sie Ihr Berufsleben im Gesundheitswesen? Meine Frau ist Physiotherapeutin. Mein Schwiegervater war Talarzt von Urfern. Und eine meiner 3 Töchter ist Pflegefachfrau. Weil es nichts Schöneres gibt, als sich dafür einzusetzen, dass es den Leuten gesundheitlich besser geht. Das ist eine schöne Frage. Ich bin anfangs dieses Jahres 30 Jahre im Spital. Ich glaube, es ist eine absolut faszinierende Welt.
wir können etwas Sinnvolles tun, immer rund um den Menschen. Und ich glaube, diese Kombination aus technisch, Medizin, Mensch, Wohlergehen, auch etwas so den Charme des Führens, das gefällt mir wirklich gut. Wegen einem Aha-Erlebnis während des Studiums, wegen einem großartigen ersten Chef und aus vielen Zufällen.